Unser heutiges Thema ist: Wie bestimme ich Satzglieder? Wir holen uns den Schatz. Niemals, das ist unser Schatz. Oh. Yeah. Die wichtigsten Satzglieder sind Subjekt, Prädikat und Objekt. Diese werden nun anhand der Beispielsätze erklärt. Wir holen uns den Schatz. Niemals. Das ist unser Schatz. Das Subjekt gibt die handelnde Person an. Es kann mit wer oder was erfragt werden. Wer holt sich den Schatz? Wir. Das Prädikat benennt, was geschieht. Das Prädikat steht im Hauptsatz immer an zweiter Stelle und kann mit was geschieht oder was tut jemand erfragt werden. In diesem Fall ist das Prädikat holen. Die verschiedenen Objekte wollen wir uns nun genauer ansehen. Es gibt das Akkusativobjekt. Es wird mit der Frage wen oder was ermittelt. Wen oder was holen wir uns? Den Schatz. Das Dativobjekt wird mit der Frage wem ermittelt. Wem holen wir den Schatz? Uns. Das Genitivobjekt kann mit der Frage wessen erfragt werden. Schauen wir uns den Satz niemals, das ist unser Schatz, nochmal genauer an. Na, könnt ihr euch denken, welches Wort das Genitivobjekt ist? Na klar, wessen Schatz ist das? Unser. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Bestimmen der Satzglieder.